Neben der bemannten Raumfahrt waren unbemannte Raumsonden immer ein wichtiges Standbein der NASA. Sie ermöglichten Wissenschaftlern faszinierende Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. 7 Mariner-Satelliten funkten Bilder und Daten von Mars, Venus und Merkur zur Erde. Die 10 Pioneer-Sonden hatten einen ähnlichen Auftrag und untersuchten sogar die Atmosphäre von Jupiter und Venus. Pioneer 10 war die erste Raumsonde, der es gelang, unser Sonnensystem zu verlassen. Die Sonden des Explorer-Typs untersuchten die Erdatmosphäre und gaben Aufschluss über meteorologische und astronomische Fragestellungen. Hunderte von unbemannten Raketen wurden zur Untersuchung der Atmosphäre eingesetzt. Sie untersuchten die Atmosphäre in einer Höhe, die Wetterballons nicht mehr erreichen können, die aber noch unterhalb von der Satellitenumlaufbahn liegt. Der Biosatellit sollte grundlegende biologische Fragen klären. Teilen sich Zellen in der Schwerelosigkeit noch normal? Wie verändert sich das Pflanzenwachstum in der Schwerelosigkeit? Sind Schwerelosigkeit und Strahlung gefährlich bei langen Aufenthalten im Weltraum? Alle Arten von Lebewesen, von Pflanzen bis hin zu Primaten, wurden vom Biosatelliten untersucht. Außerdem gab es die Ogos-Satelliten. Sie dienten zur Untersuchung geophysikalischer Phänomene. Innerhalb eines Vierteljahrhunderts Raumfahrt hatten die Daten, die diese Satelliten übermittelten, das Bild des Menschen von Erde und Universum grundlegend verändert. Man erkannte, dass das Universum sich ständig wandelt. Die Landsat-Satelliten untersuchten die Erdoberfläche und erfassten Ernten, Wälder und Umweltverschmutzung. Alle diese Faktoren können sehr detailliert erfasst werden und ermöglichen so einen verantwortungsvolleren Umgang mit unserem Planeten und seinen Ressourcen. Mit dem Viking-Programm wurde der Mars systematisch untersucht. Die 2 Raumfahrzeuge fotografierten zunächst die Oberfläche und landeten dann 2 Sonden. Mit Hilfe eines Roboterarms konnten die Sonden chemische und biologische Tests an Bodenproben durchführen, in der Hoffnung, auf Spuren von Leben zu stoßen. Die Wetterverhältnisse und seismische Aktivität wurden ebenso untersucht. Tests an Bodenproben durchführen, in der Hoffnung, auf Spuren von Leben zu stoßen. Die Kameras übermittelten Tausende von Fotos. Die Farbfotos zeigten eine rostbraune, staubige Oberfläche, die mit Gesteinsbrocken übersät war. Auch die beiden Marsmonde Phobos und Deimos wurden fotografiert. Der Erfolg der schwierigen Viking-Mission wurde oft mit der Mondlandung verglichen. Die Voyager-Sonden wurden mit einer Schallplatte bestückt, auf die man Bilder, Geräusche und Musik von der Erde gepresst hatte. Nur für den Fall, dass man auf dem Weg einem kosmischen Nachbarn begegnen sollte. Ihre Reise führte sie vorbei an Jupiter und Saturn. Einer der beiden flog sogar nah an Uranus und Neptun vorbei. Die Sensoren zeichneten die komplexen Wetterverhältnisse auf dem Jupiter auf und registrierten starke Blitze in seiner Wolkendecke.
Vom Jupiter aus brauchten die Signale, die Voyager aussandte, etwa 40 Minuten bis zum Kontrollzentrum. Daher mussten die Sonden über eine automatische Steuerung verfügen. Voyager untersuchte auch die größten Jupitermonde. Hier ist Io mit seinem aktiven Vulkan zu sehen. Europa. Ganymede, der größte Mond, scheint aus Gestein und Eis zu bestehen. Callisto ist wahrscheinlich der älteste unter den vier Monden. Saturn und seine Monde waren die nächste Station. Die Ringe des Saturn bestehen aus vielen kleinen Partikeln, die den Planeten in wellenförmiger Anordnung umgeben. In der Atmosphäre gibt es eine starke Windströmung mit Geschwindigkeiten bis zu 1800 Kilometern pro Stunde. Voyager entdeckte auch heiße Gase mit Temperaturen bis zu 500 Millionen Grad Celsius. Bis heute sind die Voyager-Sonden bis zum Rand unseres Sonnensystems vorgedrungen und übermittelten Daten von fast allen Planeten des Sonnensystems, inklusive Uranus und Neptun. Wenn sich Tausende von Zivilisten auf einem Militärflughafen in der Wüste versammeln, dann muss es einen ganz besonderen Anlass geben. Aus dem ganzen Land waren Zuschauer zu Edwards Air Force Base gekommen, um den 206. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten zu feiern und ein Spektakel zu verfolgen, das das übliche Feuerwerk weit in den Schatten stellte. Es handelte sich um die vierte Landung des Space Shuttles Columbia. Das erste wiederverwendbare Raumfahrzeug. Dies war die erste Landung auf einer Betonlandebahn. Mit diesem vierten Flug war die Testphase des Shuttles abgeschlossen. Hier ist das zweite Shuttle zu sehen, die Challenger, auf dem Überführungsflug zum Kennedy Space Center. Challenger hatte seinen Jungfernflug Anfang 1983. Der Prototyp Enterprise sollte als Reservefahrzeug dienen. Mit dieser Flotte neuer Raumfahrzeuge verkündete Präsident Ronald Reagan das neue Konzept der amerikanischen Raumfahrt nach dem Apollo-Zeitalter. Ab dem nächsten Flug werden die Columbia und ihre Schwesterschiffe voll einsatzbereit sein. Sie sichern einen einfachen und schnellen Zugang zum Weltraum für wissenschaftliche Untersuchungen, kommerzielle Nutzung und im Rahmen der nationalen Sicherheit. Gleichzeitig müssen wir aggressiv in die Zukunft blicken und im Weltraum dauerhaft Präsenz zeigen. Unsere Ziele sind ehrgeizig, aber erreichbar. Dies ist erst der Anfang. Our goals for space are ambitious yet achievable. We've only peered over the edge of our accomplishment. Diese neue Phase der Raumfahrt begann mit dem ersten Flug der Columbia im April 1981. Verstanden. Drehung beendet. Roger, roll complete. Verstanden.
Die vier Testflüge der Columbia bewiesen zur vollsten Zufriedenheit, dass es sich um ein zuverlässiges, wiederverwendbares Transportsystem handelte. Als die Columbia im März 1979 erstmals im Kennedy Space Center eintraf, gab es auch skeptische Stimmen. Zwei große Probleme führten zu langen Verzögerungen im Programm. Zum einen gab es technische Probleme mit den Triebwerken und dem Hitzeschild. Zum anderen gab es Budgetkürzungen, die zu Einschränkungen bei den vorgesehenen Tests führten. Als bereits zwei Drittel des Hitzeschildes installiert waren, stellte man fest, dass der verwendete Klebstoff den Belastungen während des Fluges nicht gewachsen sein würde. Um das Problem zu beheben, mussten die meisten hitzebeständigen Kacheln wieder abgenommen werden. Sie wurden neu beschichtet, um die Haftung zu vergrößern und danach wieder auf dem Shuttle angebracht. Die Arbeiten dauerten mehr als ein Jahr. Aber es funktionierte. Während der Testflüge fielen nur die wenigen unbehandelten Kacheln an ungefährlichen Stellen ab. Die Haupttriebwerke des Shuttles waren auf dem neuesten Stand der Technik. Aber die Zuverlässigkeit konnte nur durch mehrjährige Tests unter Beweis gestellt werden. In dieser Phase musste man durchaus auch aus Fehlern lernen. Die Probleme, die in der Entwicklungsphase auftraten, waren durch die speziellen Anforderungen an die Triebwerke bedingt. Sie mussten wiederverwendbar sein und sollten bis zu 55 Flüge ohne aufwendige Wartung überstehen können. Außerdem sollte eine Schubreduzierung auf 65% möglich sein. Trotz ihres geringen Gewichtes mussten sie extremen Drücken standhalten, die beim Start auftraten. Durch die Vibration und den Druck während der Startphase gab es bei den Testserien auch viele Rückschläge. Aber Schritt für Schritt wurden die Probleme gelöst. Die Konstruktion erwies sich bereits lange vor dem ersten Start als zuverlässig. Sechs, fünf, vier, Haupttriebwerke zünden. Columbia startete. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Viermal in 15 Monaten. Dabei legte die Raumfähre über 8 Millionen Meilen zurück. Insgesamt umkreiste sie 314 Mal die Erde und verbrachte dabei 19 Tage im Weltraum. Entscheidender war aber, dass das umfangreiche Testprogramm im Weltraum absolviert wurde. Damit wurde Schritt für Schritt der Grundstein für viele zukünftige Missionen gelegt. Ziel des ersten Fluges war es schlicht, die Umlaufbahn zu erreichen und wieder sicher zu landen. Columbia, Houston, Columbia, Sie haben das alles so gut hingekriegt, dass Sie ein paar Tage da oben bleiben dürfen. Als die Astronauten John Young und Robert Crippen diesen Funkspruch hörten, wussten sie, dass die Mission bereits zur Hälfte geglückt war.
Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird die Funkverbindung zwischen dem Kontrollzentrum und der Raumfähre aufgrund der Reibung und Hitzeentwicklung für 15 bis 20 Minuten unterbrochen. In dieser Zeit ist allerdings auch die Belastung für das Shuttle am höchsten. Auf dem ersten Flug konnte niemand genau vorhersagen, wie die Fähre auf diese Belastung reagieren würde. Hallo Houston, hier Columbia. Hallo Columbia, hier Houston. Können Sie mich hören? Laut und deutlich, wir fliegen mit Mach 10. Als die Funkverbindung wiederhergestellt war, wusste man, dass die kritischste Phase überstanden war. Die Landung war der letzte Test. Die Raumfähre landet im Gleitflug und verfügt dabei nicht über einen eigenen Antrieb. Gleich der erste Versuch verlief erfolgreich. 50 Fuß. 40. 30. 20. 10. 5. 3. 2. 1. Touchdown. Bugrad 10 Fuß. 5. 4. 3. Touchdown. Willkommen zu Hause, Jungs. Gut gemacht. Columbias zweiter Flug bot die erste Gelegenheit, den kanadischen Roboterarm auszuprobieren. John Engel und Richard Truly überprüften die manuelle Steuerung, während der Computer automatische Sequenzen durchführte. Der Arm arbeitete unter allen Bedingungen völlig fehlerfrei. Auch das Verhalten bei unterschiedlicher thermischer Belastung wurde auf dem zweiten Flug überprüft. Zunächst wurde der Laderaum zur Erde hin ausgerichtet und mit Hilfe von einfachen Sensoren Umweltdaten der Erde gesammelt. Die Vielzahl der Sensoren, mit denen der Laderaum ausgestattet werden konnte, half die Kosten für solche Untersuchungen stark zu senken. Okay. 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, Touchdown, Bugrad 15, 10, 5, 3, Touchdown. Willkommen zu Hause. Gut gemacht, Jungs. Mit diesem zweiten Flug war erstmals ein Raumfahrzeug für mehr als eine Mission eingesetzt worden. Der dritte Flug diente hauptsächlich thermischen Tests. Die Fähre wurde den maximalen Temperaturdifferenzen ausgesetzt, die in einer Umlaufbahn auftreten können. Auf der Erde war es nicht möglich, Temperaturbedingungen wie hier im Vakuum des Weltraums zu simulieren. Je nach Ausrichtung zur Sonne war es möglich, dass zwischen den beiden Enden der Raumfähre starke Temperaturunterschiede auftraten. Die Tests zeigten deutlich, welchen Effekt verschiedene Fluglagen auf das Shuttle hatten. Größere Probleme traten nicht auf. Auch auf dem dritten Flug wurde der Roboterarm weiterhin getestet. Die Astronauten Jack Lausmer und Gordon Fullerton überprüften den Arm erstmals beim Bewegen von Fracht.
Obwohl er beim Manövrieren des Armes teilweise nur 5 cm Abstand zur Bordwand halten konnte, gelang das Entladen der Fracht in lediglich 5 Minuten. Wesentlich schneller, als man vorher angenommen hatte. Beim Entladen eines Testgerätes ließen sich 7 verschiedene Bewegungen des Armes überprüfen. Damit war bewiesen, dass der Arm zum Manövrieren wissenschaftlicher Geräte inner- und außerhalb der Ladebucht geeignet war. Der Arm lässt sich sanft bewegen. Es gab keine unangenehmen Überraschungen. Ein wirklich beeindruckendes Stück Technik. Das sind tolle Nachrichten. Wir sind auch beeindruckt. Neben der Überprüfung des Testgerätes für den Roboterarm wurden noch 9 weitere Experimente durchgeführt. Unter anderem wurden die Auswirkungen der Ionosphäre auf die Instrumente an Bord des Shuttles überprüft, um sicherzustellen, dass es auf zukünftigen Flügen nicht zu Ausfällen kommen würde. Auf dem 4. Flug wurde untersucht, ob es durch die Steuerdüsen, abgelassenes Gas oder Abwässer zu Verunreinigungen im Bereich der Ladebucht kommen könnte. Elf verschiedene Komponenten wurden gemessen. Dieses Messgerät war die bisher stärkste Belastung für den Roboterarm. Die thermischen Untersuchungen wurden auf dem 4. Flug abgeschlossen. Und auch die erste Fracht des Verteidigungsministeriums war an Bord. Die Raumanzüge für Außenarbeiten wurden überprüft, um den Umgang mit ihnen zu üben. Die Astronauten T.K. Mattingly und Henry Hartsfield führten alle notwendigen Tests durch, um die volle Einsatzbereitschaft des Shuttles ab dem 5. Flug sicherzustellen. Ab diesem Zeitpunkt sollte die Columbia routinemäßig ins All starten. Auf allen 4 Flügen waren die Lebensbedingungen im Shuttle überprüft worden. Es ging zum einen um Nahrungszubereitung. Hier der Einsatz eines Aufwärmgerätes. Ein Gefrierschrank auf dem 4. Flug. Und das Essen in der Schwerelosigkeit. Auch die persönliche Hygiene. Schlafbedingungen. Die Schlafvorrichtungen. Und ein Schlafsack. Der Einfluss von Sport auf den Körper in der Schwerelosigkeit musste ebenfalls überprüft werden. Dieses von einem Astronauten entwickelte Gerät ermöglichte es, den Herzschlag während des Joggens zu überwachen.
verschiedene Möglichkeiten, sich trotz der Schwerelosigkeit am Boden zu verankern. Shuttle-Flüge sollten alle sehr arbeitsintensiv werden. Die Besatzung würde dann aus 4 Personen bestehen. Unter ihnen dann auch zum ersten Mal in der Geschichte der bemannten Raumfahrt Frauen. Alle Flüge verliefen zur vollsten Zufriedenheit. Selbst ein unvorhergesehener Test wurde bravourös gemeistert. Kurz vor dem dritten Start mussten viele Tonnen von Landungs- und Bergungsausrüstung von Kalifornien nach Neumexiko verlagert werden, über eine Distanz von 1000 Meilen. Der Grund: schwere Regenfälle in Kalifornien hatten eine Landung unmöglich gemacht. Innerhalb von 4 Tagen musste ein kompletter Landeplatz gebaut werden. Nur 1,5 Stunden vor der Landung trat ein schwerer, unvorhergesehener Sandsturm auf. Wie Sie sehen können, hat der Wind den ganzen Tag über zugenommen. Während der letzten Erdumrundung des Shuttles wurden die Sichtverhältnisse und die Turbulenzen immer schlechter. Daher verschieben wir die Landung um einen Tag. Man musste sich sofort auf einen weiteren Tag im All vorbereiten. Das ist wirklich eine gute Übung. Kein früheres Raumfahrzeug wäre flexibel genug gewesen, eine Landung so genau den Wetterverhältnissen anzupassen und dann auch noch zu einem anderen Landeplatz auszuweichen. Damit stellte das Shuttle einmal mehr unter Beweis, dass es für routinemäßige Flüge in niedrige Umlaufbahnen bestens geeignet ist. Die Halterungen sind gelöst. Hier kommt der Satellit. Wir sehen ihn hier unten. Er ist sehr schön. Okay, Mike, wir sind jetzt bei 52 Umdrehungen. Verstanden. Ihr macht das prima. Hier unten sind alle zum Aussetzen bereit. Noch 2 Minuten. Hier oben ist auch alles bereit. Verstanden. Mike, die Monitorbilder sind leider nicht sehr deutlich, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben noch Sichtkontakt zum Satelliten, er ist direkt unter uns. Verstanden, Bill und Joe. Hier unten sind ein Haufen glückliche Leute. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Okay, Mike, wir haben den SBS pünktlich abgeliefert. Falls es dich interessiert, siehst du hier noch die näheren Einzelheiten. Verstanden. Die Besatzung der 5. Shuttle-Mission lieferte tatsächlich sehr zügig aus. Nach nur 8 Stunden im Laufe der ersten regulären Space Shuttle-Mission, dem 5. Flug der Columbia. Die ersten 4 Flüge waren Testflüge gewesen, die bewiesen, dass das Space Shuttle vorzüglich für Routineeinsätze in einer niedrigen Umlaufbahn geeignet war. Diese Testflüge leiteten nun mit dem 5. Flug den regulären Betrieb des Space Shuttles ein. Zweck der Mission war das Aussetzen von 2 Kommunikationssatelliten in einer Umlaufbahn und die Rückkehr zur Erde. Columbia, Houston, 30 Sekunden. Columbia, 30 Sekunden bis zum Aussetzen. Wir geben grünes Licht. Verstanden, vielen Dank. Verstanden, viel Glück.
Okay, Houston, hier Columbia. Wir haben beide Satelliten abgeliefert. Wir kommen runter. Sind wir unten? Eine tadellose Landung. Wenige Minuten nach Sonnenaufgang beendete die Columbia ihre fünfte Mission auf der Edwards Air Force Base. Nach einer Reise von 10,5 Millionen Meilen im Laufe von 5 Flügen und 21 Tagen im All, nach 400 Erdumrundungen sah die Raumfähre damit etwas mitgenommen aus. Sie wurde im Kennedy Space Center general überholt. Für den 9. Shuttle-Einsatz sollte sie wieder zur Verfügung stehen. Zu diesem Zeitpunkt war die Challenger die neueste Raumfähre der NASA-Flotte. Sie kam im Rahmen der 6. Shuttle-Mission erstmals zum Einsatz. Durch Verbesserungen in der Konstruktion war es gelungen, sehr viel Gewicht einzusparen. Die Raumfähre selbst war über eine Tonne leichter geworden. Der externe Tank war etwa 5 Tonnen leichter als bei früheren Missionen. Die Feststoffraketen etwa 2 Tonnen. Die drei Haupttriebwerke lieferten noch etwa 5% mehr Schub. 600 Kacheln des Hitzeschildes an unkritischen Stellen waren durch feuerfesten Stoff ersetzt worden. Die Dichte der restlichen 30.000 Kacheln war erhöht worden, wodurch ihre Betriebsdauer verlängert werden konnte. Damit konnte die Challenger fast 9 Tonnen Fracht mehr transportieren als die Columbia. 12, 11, 10, Haupttriebwerke zünden. 7, 6, Haupttriebwerke gezündet. Challenger hat zum 5. Flug abgehoben. Das Shuttle hat die Startrampe passiert. Challenger leitet Rollmanöver ein. Verstanden, Challenger? Wir haben gute Nachrichten. Grünes Licht zum Aussetzen. Auf dem 6. Flug hatte Challenger den Kommunikationssatelliten Tedris an Bord. Er hatte 2 Stufen und war mit 19 Tonnen Gesamtgewicht der größte und modernste Satellit seiner Zeit. Durch diesen Satelliten wurde die Kommunikation im Weltraum erheblich verbessert. Tedris wurde mit Hilfe starker Federn aus der Ladebucht geschleudert, nachdem die Rückhaltebolzen gelöst worden waren. In sicherer Entfernung vom Shuttle wurde die erste Stufe gezündet, um den Satelliten aus einer Höhe von 150 Meilen auf eine Höhe von 2300 Meilen zu bringen. Danach wurde die erste Stufe abgeworfen und der Satellit erreichte mit den Steuerdüsen der 2. Stufe eine zirkuläre Umlaufbahn. Danach wurden Solarzellen und Antennen ausgefahren, um die Stromversorgung sicherzustellen und Daten weiterzuleiten. In einer Höhe von 22.300 Meilen bewegte sich der Satellit genauso schnell wie die Erdoberfläche und hielt so eine feste Position über ihr. Später wurde Tedris durch 2 weitere identische Satelliten ergänzt. Zusammen bilden sie ein Netzwerk, das Raumfahrzeugen eine fast durchgehende Kommunikation ermöglicht. Nicht nur die 15%, die Bodenstationen ermöglichen. Außerdem kann mit Hilfe dieses Netzwerkes eine 20-mal höhere Datenmenge weitergeleitet werden. Alle Daten werden direkt zur Hauptempfangsstation in White Sands, New Mexico weitergeleitet und von dort zu allen anderen NASA-Einrichtungen.
Das Wetter am Kennedy Space Center wird immer schlechter. Eine Landung ist dort nicht möglich. Der siebte Shuttle-Flug sollte zum ersten Mal in Cape Kennedy landen, aber die Wetterverhältnisse ließen eine Landung dort nicht zu. Challenger musste also auf der Edwards Air Force Base landen, der einzigen Ausweichmöglichkeit. In der Phase des Wiedereintritts, in der für etwa 15 Minuten keine Kommunikation möglich ist, erreichen die Temperaturen an der Außenhülle des Shuttles über 1300 Grad Celsius. Ein Astronaut verglich diese Aussicht einmal mit dem Inneren eines Ofens. Processing Western Test Range Data. Challenger, bitte kommen. Houston, wir hören Sie laut und deutlich. Der Abstieg war schön ruhig. Sehr gut, Chris. Was für eine tolle Art, nach Kalifornien zu reisen. Verstanden. Landeanflug sieht gut aus. Roger that. Challenger, Houston, rolling off the hack. Your energy looks good. Surface wind 180 at 10. Verstanden, wir sehen's. Herzlichen Glückwunsch, eine tolle Landung. Verstanden. Hier kommt die Besatzung. Kommandant Dick Scobie, gefolgt von Judy Resnick, Ron McNair, Pilot Mike Smith, Krista McAuliffe, die erste Lehrerin im Weltraum. Hier Allison Onizuka, der Ladungsspezialist Greg Davis. Sie lächeln selbstbewusst und besteigen den Bus, der sie zur Startplattform bringen wird. Dies ist bereits der zweite Startversuch. Der Bus wird ein paar Minuten bis zum Startplatz brauchen. Nach dem abgebrochenen Startversuch gestern begab sich die Besatzung zurück in die Quartiere, um sich zu entspannen und mit ihren Familien zu essen. Aber sie mussten schon um 7 Uhr zu Bett gehen, um heute früh bereit zu sein. Mike Smith schüttelt die Hände des Bodenpersonals, das ihm bei der Vorbereitung geholfen hat. Sie überprüfen noch einmal seine Schuhsohlen, um sicherzugehen, dass er keinen Schmutz mit in die Kabine nimmt. Noch 15 Sekunden bis zum Start. Die Booster-Raketen sind bereit. 10, 9, 8, 7, 6, Haupttriebwerk gezündet. 4, 3, 2, 1 und Challenger hebt ab. Dies ist der 25. Space Shuttle Flug. Die Challenger ist am Startturm vorbei. Beginnen mit Drehmanöver. Drehmanöver planmäßig. Challenger ist auf Kurs. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now. Triebwerke werden jetzt heruntergeregelt auf 94%. Normaler Schub ist bei 104% vorgesehen. Wir werden in Kürze auf 65 herunterregeln. Triebwerke jetzt bei 65%.
Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells. Triebwerke arbeiten normal. Geschwindigkeit 750 Meter pro Sekunde. Höhe 4,3 Meilen. Entfernung über Grund 3 Meilen. Triebwerke jetzt wieder bei 104%. Challenger, erhöhen Sie den Schub. Verstanden, wir erhöhen den Schub. 115 Sekunden, Geschwindigkeit 950 Meter pro Sekunde. Höhe 9 Meilen. Entfernung über Grund 7 Meilen. Die Flugüberwachung beobachtet die Situation sehr genau. Offensichtlich eine schwerwiegende Fehlfunktion. Keine Funkverbindung. Explosion des Fahrzeugs wurde bestätigt. Wir stehen mit den Bergungstruppen in Verbindung, um zu sehen, was getan werden kann. Checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Wir werden weiter berichten, sobald wir über mehr Informationen verfügen. Ich wiederhole, das Fahrzeug ist explodiert. Wir erwarten Nachrichten von den Bergungstruppen in der Aufschlagzone. That the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations and waiting word from any recovery forces in the downrange field. Der letzte Flug des Space Shuttles Challenger trug die Bezeichnung 51L. Es war die 25. Space Shuttle-Mission. Die Raumfähre startete um 11.38 Uhr am 28. Januar 1986. Der Flug dauerte nur 73 Sekunden und endete mit dem Auseinanderbrechen des Zusatztanks und der Raumfähre. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Feststoffraketen flogen weiter und wurden vom Kontrollzentrum 110 Sekunden nach dem Start zerstört. Die Lieferung und die Montage der Einzelteile für Flug 51L begannen viele Monate vor dem Start. Die Einzelteile der Feststoffraketen wurden per Zug im Kennedy Space Center angeliefert.
Die Raketen wurden in einer speziellen Lagerhalle getestet und teilweise montiert. Die Einzelteile wurden dann in der Montagehalle auf der mobilen Startplattform zusammengebaut. Der externe Zusatztank wurde auf dem Wasserweg angeliefert. Er wurde daraufhin überprüft und in der Montagehalle mit den Feststoffraketen verbunden. Nach den Vortests wurde Challenger in die Montagehalle gebracht und mit dem Tank und den Feststoffraketen zusammengekoppelt. Das Space Shuttle Challenger STS-51L wurde am 22. Dezember 1985 von der Montagehalle zum Startplatz gebracht. Die mobile Startplattform bewegte sich mit etwa einer Meile pro Stunde und benötigte 6 Stunden für die Strecke. Der Start musste mehrmals verschoben werden und fand erst am 28. Januar 1986 statt. Die Wettervorhersage sprach von klarem und kaltem Wetter mit Nachttemperaturen von minus 5 Grad Celsius. Der Tank wurde ab 1.25 Uhr mit Treibstoff befüllt. Über Nacht hatte eine Eisschicht die Startplattform überzogen, da ablaufendes Wasser gefroren war und auf der Startplattform überlief. Starker Wind verteilte das Wasser großflächig, sodass sich überall Eis bildete. Die Lufttemperatur beim Start lag bei etwa 2 Grad Celsius und war damit etwa 8 Grad niedriger als bei den vorhergehenden Starts. Siebeneinhalb Minuten vor dem Start wurde der Zugangsweg für die Besatzung automatisch zurückgezogen. Der Zugangsweg kann innerhalb von 15 bis 20 Sekunden wieder ausgefahren werden, falls ein Notfall die Besatzung zum Verlassen des Fahrzeugs zwingt. 3 Minuten und 15 Sekunden vor dem Start wurde die Beweglichkeit der Düsen der 3 Haupttriebwerke überprüft. Alle 3 Düsen bewegen sich nach einem vorgegebenen Programm, um sicherzustellen, dass sie sich auch richtig steuern lassen. Zwei Minuten und 55 Sekunden vor dem Start wurde der Sauerstoffdruck im Zusatztank erhöht und das Triebwerk zur Zündung freigegeben. 2 Minuten und 50 Sekunden vor dem Start wurde der Gasbefüllungsstutzen zurückgezogen. 37 Sekunden vor dem Start war er völlig eingezogen. Wasser zur Lärmbegrenzung wurde 16 Sekunden vor dem Start zugeführt. 8 Sekunden vor dem Start wurden Flammenwerfer aktiviert, um freien Wasserstoff zu verbrennen. 6,6 Sekunden vor dem Start wurden die Haupttriebwerke in einer festgelegten Sequenz gezündet und erreichten volle Leistung. 6,6 Sekunden vor dem Start wurden die Haupttriebwerke in einer festgelegten Sequenz gezündet und erreichten volle Leistung. Der Schub der Haupttriebwerke kippte das Shuttle etwas nach vorne. Als es wieder senkrecht stand, wurden die Feststoffraketen gezündet. Beim Countdown von 0 Sekunden wurden die Befestigungsriegel schlagartig gelöst. Innerhalb der ersten Sekunden nach dem Start wurden die dadurch entstehenden Spannungen über Vibration abgegeben. Das Drehmanöver wurde bei 7,724 Sekunden eingeleitet. Das Manöver war bei 21,124 Sekunden abgeschlossen. Normalschub beträgt auf diesem Flug 104%.
Wir werden den Schub jetzt auf 65% herunterregeln. Nach 35,37 Sekunden wurden die Haupttriebwerke für etwa 16 Sekunden auf 65% Schub heruntergeregelt, um die Druckbelastung während der größten dynamischen Belastung zu senken. Geschwindigkeit 750 Meter die Sekunde, Höhe 4,3 Meilen, Entfernung über Grund 3 Meilen. Bei 51,1919 Sekunden wurde der Schub wieder auf 104% erhöht. Führen Sie Schuberhöhung durch. Während des Fluges zeigten die Instrumente keine Probleme an. Sekunden, Geschwindigkeit 950 Meter die Sekunde, Höhe 9 Meilen, Entfernung über Grund 7 Meilen. Die Feststoffraketen flogen weiter und wurden nach 110 Sekunden vom Kontrollzentrum zerstört. Diese Grafik zeigt, in welchem Winkel Überwachungskameras am Startplatz angebracht waren. Die erste Ansicht stammt von der Kamera E63 unten rechts auf der Grafik. 0,678 Sekunden nach dem Start kann man starke Rauchentwicklung an der hinteren unteren Fuge der rechten Feststoffrakete beobachten. Der Austritt von Gasen weist auf einen unzureichenden Verschluss der Fuge hin. Diese zweite Ansicht stammt von Kamera E60. Der Rauch ist hier zwischen der rechten Feststoffrakete und dem Zusatztank zu sehen. Er steigt zunächst nach oben auf. Der Winkel zwischen beiden Aufnahmen beträgt etwa 100 Grad. Wenn man beide Ansichten vergleicht, fällt auf, dass der Rauch zuerst für E60 sichtbar wird und dann etwa 0,2 Sekunden später für E63. Man erkennt mehrere aufeinanderfolgende Rauchwolken. Bei 1,9 Sekunden sind sie am deutlichsten zu erkennen. Eine dritte hochauflösende Kamera, D67, stand östlich der Startrampe. D67 machte diese Aufnahme zum Zeitpunkt der maximalen Rauchentwicklung. Der Rauch strömt nur auf der rechten Seite der Feststoffrakete aus. Normale Kondenswasserwolken sind links zu sehen. Dieser Plan zeigt, dass keine der Kameras die auf der Grafik schwarz dargestellte Fläche einsehen konnte. Weitere Auswertungen ergaben, dass der Rauch zwischen 270 Grad und 310 Grad auf dem Umfang der hinteren Fuge austrat. Auf diesen Aufnahmen wird dargestellt, dass der Rauch in unmittelbarer Nähe der Verbindungsstrebe zwischen Rakete und Tank an einem Punkt auf der longitudinalen Achse in der Nähe der hinteren Fuge auftrat. Der Rauch trat mit einer Frequenz von 4 Rauchwolken pro Sekunde aus, was den strukturellen Belastungen der Fuge während der Startphase entspricht. Diese übertrieben dargestellte Grafik zeigt die Verformung innerhalb der Fuge. Die Verformungen vergrößerten den Abstand innerhalb der Fuge, wo 2 Dichtungsringe für einen sicheren Verschluss der Fuge sorgen sollten. Das letzte Anzeichen von Rauch oberhalb der Verbindungsstrebe in der Startphase trat bei 2,733 Sekunden auf. Unterhalb des Tanks sind bis 3,375 Sekunden Rauchschwaden zu sehen. Filmaufnahmen von der Raketenmontage wurden überprüft, um Ursachen für die Rauchentwicklung zu finden. Fotos aus der Montagehalle zeigen die bereits in der Fuge installierten Dichtungsringe. Eine Unregelmäßigkeit wurde an einem der Dichtungsringe bemerkt, erwies sich aber nach einer Computeranalyse lediglich als Schattenwurf. Defekte innerhalb der Dichtungsringe wurden auf keiner der zahlreichen Fotografien gefunden. Der Stickstoffversorgungsarm wurde beim Start nicht richtig aufgefangen. Die Analyse der Filmaufnahmen zeigte aber, dass der Arm nicht gegen die Raumfähre schlug und somit nicht zum Unfall beitrug.
Eine Untersuchung der Klammern, die die Feststoffraketen bis zum Start festhalten, zeigt, dass einige Rückstellfedern fehlten. Eine genauere Untersuchung ergab aber, dass die Federn erst 850 Millisekunden nach dem Start abgerissen waren. Somit waren sie keine Ursache für die Rauchentwicklung. Das nächste wichtige Ereignis war das Auftreten eines Feuerstrahls an der Feststoffrakete. Kamera E207, die etwa 6 Meilen nördlich der Startrampe installiert war, zeigt das Anwachsen des Feuerstrahls. Das erste Anzeichen einer Flamme an der rechten Feststoffrakete trat bei 58,788 Sekunden auf. Genau zu diesem Zeitpunkt war der Schub der Haupttriebwerke auf 104% erhöht worden und auch die Feststoffraketen entwickelten mehr Schub. Kamera E203 stand westlich der Startplattform und zeigt eine Hinteransicht der Fähre. Die Belichtung war auf den Feuerstrahl der Boosterraketen eingestellt. Diese Grafik illustriert den genauen Austrittspunkt der Flamme. Er befand sich in der Nähe der Verbindungsstrebe im hinteren Teil der Verbindungsfuge, etwa bei 300 Grad auf den Umfang bezogen. Er entspricht damit dem Austrittspunkt der Rauchschwaden beim Start. Innerhalb einer halben Sekunde war die Flamme stark angeschwollen. Zu diesem Zeitpunkt trat wegen des immer größer werdenden Lecks auch ein Druckabfall in der rechten Feststoffrakete auf. Bei 60,248 Sekunden zielt der Feuerstrahl genau auf die untere Verbindungsstrebe und die Oberfläche des Tanks. Bei 62 Sekunden fingen die automatischen Kontrollsysteme an, auf die durch das Leck verursachten Scherkräfte zu reagieren. Nach 64,66 Sekunden registrierten die Kameras E207 und E204 erste Anzeichen, dass der Feuerstrahl die Außenhaut des Tanks durchdrungen hatte. Dadurch änderten sich Form und Farbe des Feuerstrahls. Nach 64,75 Sekunden entwickelte sich ein heller Schein zwischen Raumfähre und Tank. 2,2 Sekunden später, bei 66,8 Sekunden, bestätigte ein Druckabfall im Wasserstofftank das Leck. Und bei 72,6 Sekunden konnte der Druck nicht länger aufrechterhalten werden, als Zeichen des sich rasant vergrößernden Loches. Nach etwa 73 Sekunden fiel die Zufuhr von flüssigem Sauerstoff und Stickstoff zu den Haupttriebwerken stark ab. Kurz darauf, nach 73,124 Sekunden, war ein Gasaustritt rund um den hinteren Abschnitt des Tanks zu sehen. Dies deutet auf komplettes strukturelles Versagen des Stickstofftanks hin. 13 Millisekunden später war auch weiter oben ein Gasaustritt zu beobachten, was für ein Versagen des Sauerstofftanks sprach. Ursache können entweder die Scherkräfte an der verbliebenen oberen Verbindungsstrebe oder das Versagen des Stickstofftanks sein. Wahrscheinlich trugen beide Faktoren dazu bei. Innerhalb von wenigen Millisekunden strömte flüssiger Sauerstoff am Tank hinunter. Nach 73,191 Sekunden war ein greller Blitz zwischen Fähre und Tank zu sehen. Direkt danach, bei 73,213 Sekunden, wurde die Raumfähre in Stücke gerissen. Innerhalb der nächsten Millisekunden waren noch weitere Blitze an der vorderen Verbindungsstrebe zu sehen. Als der Tank zerbarst, ging der Zustand über. So entstand eine Wolke aus verschiedenen Gasen, Kühlflüssigkeiten und Wrackteilen, einzelnen kleinen Verpuffungen von Gasen. Es gab keine starke Explosion und keine Schockwelle. Nur durch die Flamme der Feststoffraketen,
Reflexion des Sonnenlichts und kleinere Gasverpuffung im Rand der Wolke erscheint diese wie ein Feuerball. Nach 73,6 Sekunden wurden die Haupttriebwerke wegen der unterbrochenen Treibstoffzufuhr automatisch abgeschaltet. Die letzten Instrumentendaten der Challenger wurden 73,618 Sekunden nach dem Start empfangen. Das eigentliche Auseinanderbrechen der Fähre war größtenteils durch die Gaswolke verdeckt, die sehr schnell die Raumfähre umschloss. Hunderte von Fragmenten wurden aus der Wolke hinausgeschleudert. Identifizieren ließen sich die Triebwerke, der linke Flügel, die Besatzungskabine und die beiden Feststoffraketen. Ungefähr eine Sekunde nach dem Auseinanderbrechen kann man den vorderen Teil des Shuttles beim Verlassen der Wolke sehen. Die Nase, die Besatzungskabine und ein Stück der Ladebucht. Ein Stickstoff-Tetroxid-Oxidationsmittel gab der Wolke an dieser Stelle eine besondere Farbe. Nach 74,578 Sekunden gab es einen Blitz in der Nähe der Nase, was vermutlich durch brennenden Treibstoff verursacht wurde. Nach dem Blitz brach die Besatzungskabine von der Nase weg. Weniger als eine Viertelsekunde später brach auch die Ladebucht ab, was zu einer erneuten Verpuffung von Treibstoff führte. Eine Kamera, die weiter südlich von der Startrampe stand, zeichnete weitere Wrackteile auf. Die Besatzungskabine verließ aus diesem Blickwinkel bei 75,237 Sekunden die Wolke. Sie hebt sich in dieser Einstellung deutlich gegenüber einem nahegelegenen Kondensstreifen ab, dadurch wird die genaue Form erkennbar. Der linke Flügel wurde nach 78,531 Sekunden sichtbar. Die Haupttriebwerke und die Besatzungskabine sind hier ebenfalls zu sehen. Nach weiteren 10 Sekunden wurde die Besatzungskabine noch einmal sichtbar. Je tiefer sie fiel und je weiter sie sich von den Kameras entfernte, umso schlechter wurde die Qualität der Bilder. Daher ist keine genaue Aussage mehr möglich. Kamera E207 zeigt, dass die Rakete mit Ausnahme des letzten Segments intakt war. Dies entsprach wiederum den Austrittspunkten der Flamme. Nach 76,4 Sekunden brach die Spitze der Rakete und der Landungsfallschirm weg. Die Druckwelle der Selbstzerstörungssprengladung an der rechten Rakete ist deutlich zu erkennen. Die linke Rakete wurde gleichzeitig zerstört. Etwa 37 Sekunden nach dem Start traten starke Höhenwinde auf. Diese waren bis zu einer Flugdauer von etwa 64 Sekunden zu beobachten. Der Einfluss dieser Winde lässt sich eindrucksvoll an den Abgasen der Feststoffraketen nachvollziehen. Die Windeffekte wurden sofort durch das automatische Steuerungs- und Navigationssystem ausgeglichen. Nachträglich wurden Windvorhersagen mit den Fotos verglichen. So konnte gezeigt werden, dass durch die Winde keine unzulässigen Belastungen erzeugt worden waren. Während des Fluges wurden mehrere Blitze in den Abgasen der Rakete aufgezeichnet. Da ähnliche Blitze aber schon bei früheren Missionen beobachtet worden waren, wurden sie als Unfallursache ausgeschlossen.
Die Verwirbelungen an der Tankspitze und der Raumfähre sind Phänomene, die beim Durchbrechen der Schallmauer auftreten. Nach dem Absturz begann eine groß angelegte Suchaktion, um Wrackteile zu bergen. 22 Schiffe, 6 U-Boote und 33 Flugzeuge wurden eingesetzt. Zunächst wurden die auf dem Wasser treibenden Teile geborgen. Die U-Boot-Flotte inspizierte versunkene Wrackteile. Objekte, die über den Unfallhergang Aufschluss geben konnten, wurden geborgen. Etwa 50% aller Wrackteile konnten gefunden und geborgen werden. Die Absturzstelle befand sich am Rand des Golfstroms in bis zu 400 Metern Tiefe. Insgesamt wurden etwa 93.000 Quadratmeilen durchsucht. Die Wrackteile wurden in diesem Gebäude untersucht, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Teile wurden entsprechend ihrer ursprünglichen Position angeordnet. Etwa 45% der Raumfähre wurden so rekonstruiert. Die Untersuchung ergab, dass weder die Raumfähre noch die Ladung für den Unfall verantwortlich waren. Außerdem wurde festgestellt, dass das Auseinanderbrechen der Raumfähre auf aerodynamische Effekte und nicht auf eine Explosion zurückzuführen war. Im rechten hinteren Teil der Fähre wurde starke Hitzeeinwirkung festgestellt. Die Farbe ist völlig verbrannt und dadurch schwarz gefärbt. Ebenso am rechten Teil des Seitenruders. Links sind nur geringe Einwirkungen zu sehen. Hitzeeinwirkung ist auch am unteren Teil des linken Flügels zu erkennen. Auf der linken Seite sind nur schwache Einwirkungen festzustellen. Die übrigen Teile gaben keinen Hinweis auf Feuer oder eine Explosion innerhalb der Fähre. Alle drei Haupttriebwerke wurden geborgen. Auch sie hatten bis zum Unfall fehlerfrei funktioniert. Der Tank wurde auf die gleiche Weise rekonstruiert. 25% des Stickstofftanks, 80% des mittleren Tanks und 5% des Sauerstofftanks wurden geborgen. Auch der größte Teil der äußeren Verstrebungen wurde gefunden. Die Tankspitze war praktisch unbeschädigt. Alles in allem waren die geborgenen Stücke relativ groß. Die Schaumstoffisolierung wies sehr unterschiedliche Einwirkungen auf. Teile waren völlig verbrannt, während andere keinerlei thermische Einwirkungen aufwiesen. Die Selbstzerstörungssprengladungen des Tanks waren nicht detoniert. Sie kamen somit auch nicht als Unfallursache in Betracht. Die inneren Tankanteile waren stark verbogen. Das entsprach den großen Druckschwankungen, die durch das schnelle Entweichen des flüssigen Stickstoffs entstanden waren. Der Abriss der vorderen Verbindungsstrebe der rechten Feststoffrakete wurde durch Scherkräfte nach dem Versagen der unteren Verbindungsstrebe verursacht.
Ansatzpunkt der unteren Querverstrebung wurde komplett gefunden. Die Strebe war herausgerissen worden. Die Einwirkung des Feuerstrahls aus der Feststoffrakete auf den Tank kann man im Vergleich zu einem Teil sehen, der durch die Strebe vor direkter Einwirkung geschützt war. Ungefähr 50% der Feststoffraketenteile wurden geborgen. Sie wurden separat gelagert, da sie zum Teil noch unverbrannten Treibstoff enthielten. Die Hitzeeinwirkung auf die Düse der rechten Feststoffrakete korrespondiert mit den Einwirkungen am Tank. Die Größe des Lecks wurde an einer intakten Feststoffrakete demonstriert. Bei 307 Grad auf den Umfang bezogen weist die Fugenregion der Feststoffrakete ein großes Loch auf. Das unregelmäßig begrenzte Loch ist etwa rechteckig und 70 x 30 cm groß. Der Stahlmantel der Rakete war durch heiße Gase aus dem Inneren ständig weiter erodiert und das Loch damit vergrößert worden. Die Rückseite der rechten Feststoffrakete wies ein 80 x 50 cm großes Loch auf. Die verbrannte Oberfläche erstreckte sich bis zum Ansatzpunkt der unteren Querverstrebung. Auf der Rückseite wurde eine weitere Stelle gefunden, die starker Hitze ausgesetzt war. Die Form und die Lokalisation deuten darauf hin, dass austretende Gase hier auftrafen. Außerdem fand man ein kleines Loch, das von außen nach innen entstanden war. Auch dies war eine Auswirkung des weiter oben austretenden Feuerstrahls. Das Loch in der rechten Feststoffrakete war direkte Folge der austretenden Gase aus der undichten Fuge im unteren Bereich der rechten Rakete. Dieses Loch war der direkte Auslöser des Unfalls.